Wir haben heute alles auf Akkorden gesetzt und wollten unbedingt den Etappensieg nach der gestrigen Pechetappe und sind von Anfang an volles Tempo gegangen. Es war sehr hart, weil es sehr, sehr steinig war, sehr ruppig und hat wirklich ziemlich alles abverlangt. Und deshalb sind wir eigentlich jetzt mit dem zweiten Etappenplatz jetzt einmal ganz zufrieden. Natürlich wollten wir heute unbedingt den Sieg, aber morgen ist auch noch eine Etappe und schauen wir mal, was da passiert. Ja. Biegen Sie rechts ab. Zurückfahren, wir haben die Lücke verkleinert, wieder auf 50 Sekunden circa und haben eigentlich bis zuletzt alles gegeben und haben gearbeitet, dass wir die Lücke schließen und den Etappensieg holen. Aber es ist uns nicht ganz aufgegangen heute und wie der David schon gesagt hat, ich glaube, wir können trotzdem ganz gut zufrieden sein mit dem heutigen Ergebnis, nachdem es uns gestern gegangen ist. Social all the time. So beschissen war es heute aber nicht, oder? Ja, ich freue mich heute noch auf einen schönen. Nein, das muss jetzt wieder Hirsinger sein oder Palentinger oder. Auf einen schönen Tag am Meer, weil das Wetter passt. Und morgen starten wir wieder voll durch.